Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Part Diablo 4 mit meinem Season 2 Charakter, weil ich ja wie angekündigt die Nebenquest noch spielen werde, was ich ja vorhabe. Ich war lange nicht mehr hier drinne. Ich habe lange nicht mehr reingeschaut, weil ich ja so viele Folgen hatte. Ja. Die auch nicht durcheinander kommen wollte mit dem anderen. Aber wir haben noch ein bisschen was zu tun. Und zwar, ich habe keine Ahnung, aber machen wir es, ne? Gehen wir aber nach Kyoba und schauen uns ein bisschen um. Ja, wie gesagt, die Nebenquests können wir ja auch aus dem Ewigen und so, ne? Ist ja kein Thema. Nur die momentane Season, die Season 4, werde ich nicht let's playen. Weil, ja, es ist halt nicht so spannend. Gibt kein Intro, es ist halt nur das mit diesen Eisenwölfen und das war schon privat sehr langweilig. Oh. Da brauche ich das nicht als Let's Play. Oh. Okay. Ihr habt deinen Gefährten erhalten. Rüstet euren Gefährten in der Kommode aus und passt sein Aussehen dort an. Gefährten sammeln automatisch Gold und Materialien ein, während ihr spielt. Ah ja. Nutzt das Hallo-Emote, um mit eurem Gefährten zu interagieren. Ja, ich wusste ja schon, dass man hier mit den Hallo-Emote Hunde streicheln kann. Aber das ist neu. Das ist neu. Ah ja. Gut, werde ich noch machen. Ui. Ja. Ist in Ordnung. Ach Gottchen. Grüße. Oh, war ich nicht dicht genug dran? Hallo. Oh. Okay. Ja. Das könnten wir eigentlich machen, ne? Obwohl, eigentlich haben wir. Danke. Genug. Ja. Ist das hier? Machen wir das. Mittlerweile haben sie das System ja auch ein bisschen geändert. Das ist nicht die einzige Änderung. Ist halt so ein bisschen, ja. Ihr da, bitte, habt ihr einen Mann namens Julek gesehen? Ah. Ich habe diese Notiz eines Julek gefunden. Was? Zeigt mir den Brief. Wo habt ihr den her? Ich muss ihm nach. Julek, mein Liebster, ich finde euch. Ich schwöre es. Keine gute Idee. Bitte sagt mir, wo ich ihn finden kann. Nope. Niemals. Ja, leg dich doch einfach in den Schnee. Nein! Julek, mein Schatz! Gut, dass wir drüber geredet haben. Ja. Oh Gott, noch 4 Stück? Aber wo? Und welche? Das ist bestimmt irgendwelche, was ist das, ne? Irgendwas ist das. Irgendwas. Was wir noch nicht gemacht haben.
Ach hier. Was ist das? Okay. Interessant. Ich sag doch, welche, was ist das? Ich dachte, dieser geschnitzte Ritter könnte euch gefallen. Gefühlt hatten all meine Freunde solche Schnitzereien. Mhm. Ein alter Holzfäller fertigte sie im Lager bei Lampenlicht aus alten Holzresten. Ah ja. Eines Nachts verschwand er in den Wald. Wir suchten ihn mit den anderen Holzfällern, doch wir konnten ihn nie finden oder begraben. Glaubt ihr, er ist immer noch irgendwo da draußen? Keine Ahnung. Oh, Verzeihung. Ihr beschenkt mich und ich belohne euch mit einer Schauergeschichte. Wisst ihr, letztendlich bin ich recht stolz auf den Dienst meiner Mutter. Mhm. Diese Puppe erinnert mich daran, wie die Ritter einst für uns alle ein Symbol der Hoffnung waren. Ah ja. Ich danke euch aufrichtig. Wenn du meinst. Ah ja. Ach, hier. Da ist bestimmt auch was dazugekommen. Ah ja, das hier, ne? Ja. Das ist das von unserer anderen, ne? Von der Totenbeschwörerin, ne? Ja, das wollte ich eigentlich nicht machen. Hm. Naja. Die können wir gleich öffnen. Ja, ist jetzt nicht so das Wahre. Ich nehm's. Das habe ich mir gedacht. Okay, was haben wir noch? Viel in der Trockensteppe, ne? Ja, wie viel haben wir denn hier? Oh Gott, hier sind auch noch 10. Eieieiei. Das ist so viel, ne? Ich weiß gar nicht, ob wir überhaupt alles schaffen. Oder überhaupt alles finden. Wie kann ich beim Wiederaufbau Sanctuarius helfen? Wir fangen mit einem Ziegel nach dem anderen an. Das glaube ich. Mhm. Und große Werke ziehen noch größere Belohnungen nach sich. Ah ja. Trefft uns am verlorenen Monument, um mit dem Wiederaufbau dieser Welt zu beginnen. Ja, ja. Seid ihr Tuya? Hat euch mein Vater geschickt? Er hat nicht auf meinen letzten Brief geantwortet. Und ich mache mir Sorgen. Tja. Das gehört euch. Meine Puppe. Vater hat sie behalten. Wir haben uns gestritten, kurz bevor ich gegangen bin. Er fand, es wäre zu gefährlich, eine Söldnerin zu werden. Aber das war der Bergbau in diesem Gebiet auch. Ich wollte nach Hause kommen. Nachdem ich genug Gold gespart hätte, damit er an einem schöneren Ort leben könnte. Irgendwo, wo er nicht so schwer arbeiten müsste. Danke, dass ihr mir das wiedergebracht habt. Gerne. Gerne, gerne.
Dieses Land ist im Blut getränkt. Was geschieht hier? Ihr spürt es also auch? Hass. Er brodelt unter der Oberfläche dieses unseligen Ortes. Mhm. Ich biete hier so viel Schutz, wie ich kann. Aber wir sind nie fern von Mephistos Einfluss. Von seinen Versuchungen. Ja. Hört auf meine Warnung. Hass ist ein Gift, das man selbst trinkt, um jemand anderen zu töten. Ja. Es wird euch zerreißen, so sicher wie eure Feinde. Das Licht schütze euch in diesen dunklen Tagen. Ich stimme dir teilweise zu. So. Dann wollen wir mal. Oh, warte mal. Mit dem habe ich noch nicht geredet. Okay, warum seid ihr allein hier draußen? Pech. Wir haben ausgelost, wer diese Schicht übernimmt, und ich habe schon wieder verloren. Ah ja. Beim letzten Mal habe ich es fast nicht nach Hause geschafft. Ja, die Bezahlung ist gut, aber was nützt mir das, wenn mich die Untoten verspeisen? Wir müssen doch etwas tun können. Ja, ich schon. Ich habe keine Lösung für die Leichen. Ich will nur eine ruhige Schicht. Wenn ihr mir dabei helfen könnt, gebe ich euch mein halbes Gehalt. Ah ja. Na dann. Na, machen wir das doch eben. Was ist das? Ui. Was ist denn da? Na geht doch. Getan. Schön. Ich brauche Zeit für die Vorbereitung. Ja, weiß ich doch. Mir fehlt das nötige Mann. Kennst du das? So, das hätten wir. Hier haben wir das.
Gesegnete Mutter, segnet mich mit eurer Macht. Verleiht mir die Stärke, weiter euren Willen auszuführen. Die ist tot. Willkommen, Reisende. Der Tag eures Ruhmes ist gekommen. Lilith ist tot. Mit eurem Opfer kann der Wiederaufbau dieser Welt beginnen. Ja. Na, komm her. Ja. Bündnis Vers 7. In den Bergen haben die Mutter und ich ein Dorf gesehen. Die Leute dort erfroren und hungrig, beteten ein Licht an, das ihnen keine Wärme spendete. Doch in ihrer Gegenwart wurde ein neues Feuer in ihrem Herzen entfacht. Sie sollten nie wieder hungern oder frieren. Nein, weil sie tot waren. Wer gestorben ist, muss auch nicht hungern oder frieren. Das ist, ne? Ganz einfach zusammenzusetzen. So. Bevor wir dahin wieder zurückkehren, gehen wir erstmal dahin. Dankeschön. Schon wieder kein Mana. Passiert. Ja. Ich bin noch nicht bereit. Weiß ich doch. Na, wenn wir hier drin noch nicht waren. Können wir den auch gleich mitnehmen? Ich habe kaum noch Mana. Das legt sich gleich wieder. Qual ist der göttliche Katalysator. Eure Knochen werden brechen, während sie wachsen und sich winden. Euer Fleisch wird zerrissen, um neu geformt zu werden. Fell, Fänge, Hufe und Hörner. Trinkt nun von dem Blut und der Galle. Während die Menschheit verblutet, wird die Hölle ihren Platz einnehmen. Aliabolos! Dul Mephistos! Turbalos! Wenn er meint. Ach komm. Ich habe kaum noch Mana. Weiß ich doch.
denn? Naja. Ich brauche Zeit für die Vorbereitung. Das brauchst du immer. Ich brauche Zeit für die Vorbereitung. Mir fehlt das nötige Mana. Ich bin noch nicht bereit. Ich habe kein Mana mehr. Ach, guck mal, da sind ja auch welche. Mir fehlt das nötige Mana. Ich brauche Zeit für die Vorbereitung. Mir fehlt das nötige Mana. Ich habe kein Mana mehr. Das habe ich bemerkt. Ich bin noch nicht bereit. Okay. Ich habe kein Mana mehr. Eigentlich klar, dass die momentan das Season so langweilig ist. Eigentlich hat es mich so ausgemalt, mit einem Baba dazu, ne, fertig zu machen, aber das lohnt sich halt nicht. Das lohnt sich leider nicht. Ich bin noch nicht bereit. Das ist richtig, richtig schade. Die haben sich ja nicht mal eine Mühe gemacht, um das gut zu machen. Noch, Mann. Irgendwie so eine Einleitung wie jetzt bei den Vampiren oder auch bei den Konstrukten gab es ja gar nicht.
Aber spätestens, wenn der DLC da ist, werden wir wieder voll reinstarten. Ja. Na, da habe ich ja schon ein bisschen was gesehen. Zeit für die Vorbereitung. Mit Nerelio. Die dann ja auch wieder am Start ist. Ja, mal gucken. Ja, noch ein bisschen. Bei dem Gefährten werden sie bestimmt auch noch was machen. Da kommt bestimmt auch noch mehr. Ich habe kein Mana mehr. Guck mal an. Ich bin noch nicht bereit. Ich habe was gefunden. Doch, hier sind auch noch welche. Ich brauche Zeit für die Vorbereitung. Eine gepfeffert bekommen. Na, dann schauen wir doch mal. Juhu. Immer zu Hause. Ach, du bist es. Na, ganz toll. Ich
Ich würde ja sagen, irgendwas stimmt hier nicht. Das kann ich hier nicht tun. Ja, irgendwas stimmt hier nicht. Na super. Ja. Ich bin noch nicht bereit. Ah. Na ganz toll. Das ist immer das, was man sehen will. Ja, danke schön. Ist das euer Ernst? Okay, gut, dann pausiere ich mal kurz die Aufnahme und dann gucke ich mal, wie ich das wieder fixe. Wenn das denn irgendwie geht. So, dann wollen wir mal schauen. Schauen wir doch mal, ob es jetzt besser funktioniert. Natürlich sind wir hier. Na gut, dann nehmen wir gleich die Axt ab. Ah ja. Ich habe die Großaxt geborgen. Sie wurde von der Triune beschädigt. Nach Jahrzehnten mit unserer Kriegsmeisterin kein Kratzer. Nach einigen Tagen bei der Triune zerstört. Eine Schande. Naja. Der Griff ist zerstört und der Kopf wird zersplittern, noch bevor er auf Knochen trifft. Sie muss repariert werden, auf das Rekors Ruhm die Schneide wieder erfüllt. Ich brauche ein Dämonenhorn, um den Kopf neu zu schmieden. Ein Scheusal, das im Feuer entstanden ist, wie die in den östlichen Klippen. Mhm. Mit Silberquarz kann ich den Griff reparieren. Er ist in den Höhlen im Norden zu finden, aber selten. Bringt mir dieses Material, dann werden wir der Triune beweisen, dass das Handwerk der Ochsen Bestand hat. Ah ja. Ja, wir dürfen das gleich nochmal von vorne machen. Das ist ja super. Da ich mich ja so gern da durchgeschnetzelt habe. Durch den Dungeon. Das ist sehr nervig. Na, reden wir mal mit ihm. Die Untoten sind vorerst beseitigt. Da seid ihr ja wieder. Gerade rechtzeitig für das Ende meiner Schicht. Sie war ruhig, dank euch. Naja. Hier ist euer Lohn. Da bin ich ja mal gespannt. Der hat die Hälfte versprochen. Wie viel haben wir bekommen? Ich hab's gar nicht lesen können. Ah ja, 2280. Okay. Ich brauche ja Zeit für die Vorbereitung. Da würde ich sagen, der definitiv mehr als ich. Das ist definitiv mehr als ich bekomme. Naja, was haben wir hier? Ah ja, das hab ich schon mal gemacht. Gucken wir uns mal an. Ich glaube zumindest, dass das ist, was ich schon mal gemacht habe. Ja, es ist halt mit den Nebenquests hier so eine Sache. Ich brauche Zeit, um das zu tun. Da ich das privat ja auch schon gespielt habe. Ja. Ich brauche mehr Zeit. Ah, hier. Ja, das ist das. Ich brauche mehr Zeit. Weiß ich doch.
Ich bin noch nicht bereit. Schon wieder kein Mana. Ja. Schaff mal trotzdem. Na, dann wenigstens etwas. Wir hatten hier doch noch ein bisschen was, ne? Ah, ja, ja, ja. Das ist das Rakor-Ding. Ach, hier haben wir auch noch was. Gibt es noch weitere Relikte der Aufseher zu finden? In der Tat. Ich hatte da von einem weiteren Artefakt gehört, aber noch keine Gelegenheit, danach zu suchen. Mhm. Das Beil eines Aufsehers. Ah ja. Dieser Kerl war ein echter Schlechter und gab schließlich seine Fertigkeit mit der Klinge und den Spalter selbst an seine Tochter weiter. Halion. Okay. Nach Halions Tod vermuteten die Magier eine Finsternis in dem Beil. Es gelang ihnen, es in die Finger zu bekommen und dem flüsternden Gewölbe wegzusperren. Ah ja. Das Gewölbe wurde schon vor langer Zeit geplündert und die Magier vertrieben. Aber ich hoffe, dass es noch immer in einer der Truhen dort liegt. Okay. Ach, ja, gut. Was könnt ihr mir noch über den Spalter sagen? Gerüchten zufolge war der Aufseher, dem er ursprünglich gehörte, ein von Eifersucht zerfressener Mann. Seine Partner fürchteten ihn mehr, als dass sie ihn liebten. Ah ja. Aber wie ich höre, war seine Tochter noch schlimmer. Na dann. Mehr werde ich mit Sicherheit wissen, sobald ihr den Spalter gefunden habt. Jo. Ist gut. Ich brauche Zeit, um das zu tun. Wo waren das nochmal? Und wie? Ich habe kein Mana mehr. Ich brauche Zeit, um das zu tun. Ich brauche Zeit, um das zu tun. Das ist merkwürdig. Ich glaube, ich habe das schon mal gemacht, aber ich weiß nicht mehr. Ich brauche mehr Zeit. Mir fehlt das nötige Mana. Ich bin noch nicht bereit. Ich habe kaum noch Mana. Na gut. Dann ein anderes Mal. Timer hat gerade gebimmelt. Ich brauche mehr Zeit. Anderes. Das heißt, wir gehen erstmal wieder nach da. Nö. Damit ich den Part beenden kann. Ja, gut. Dann würde ich sagen, beende ich auch erstmal den Part. Wir sehen uns hoffentlich auch beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Bye.
Gesegneter Akarat, dein ewiges Licht beschützt mich, dein göttlicher Rat leitet mich. Ruhe! Wandle ich auch auf dunkle Pfade. Halt's Maul! Sie haben uns gewittert. Rennt! Was soll das denn werden? Das schafft er nie im Leben! Er muss aber... Gesegnet, Akarat. Dein ewiges Licht beschützt mich. Dein göttlicher Rat leitet mich. Sieh mich an! Gesegneter Akarat. Gold in Hülle und Fülle. Zum Greifen nah. Nein, Ich wollte doch nur... antworten. Sie kommen! Ich weiß. Na los. Brich das Siegel. Du musst das Tor öffnen. Licht, steh mir bei. Mit dreien. Sie kommen. Mit dreien steht dein Weg offen. Das Blut zeigt. Ich versteh's nicht. Blut, das ist der Schlüssel. Blut ist der Schlüssel! Was? Ich brauche zwei von euch! Schnell! Geht! Ich halte sie auf! Los! Also. Hier steht, das Blut der Willigen muss... Ist das euer Ernst? Es klappt! Wir müssen ihm helfen! Der ist geliefert! Jammerschade. Kopf hoch, was soll's? Wenigstens müssen wir das Gold nur noch dritteln. Es muss hier irgendwo versteckt sein. Lies das. Oh. Mit dreien sie kommen. Mit dreien steht ein Weg offen. Mit dem Blut der Willigen. Preiset. Die Schöpferin. Oh. Preiset die Tochter. Oh nein. Nein. Was ist mit dem Gold? Was steht davon? Das hier ist verboten. Der Text ist eine Beschwörung. Ich kann es nicht aussprechen. Krieg mich nicht an! Wir sind für Schätze gekommen. Wo sind wir hier? Ich weiß nicht. Vielleicht in einem Tempel. Oder in einem Grabmal. Es ist ein Tor. Und Blut ist der Schlüssel.
gesegnete Akarat, dein ewiges Licht beschützt mich. Dein göttlicher Rat leitet mich, wandle ich auch auf dunklem Faden. Du führst meine Seele zu deinem heiligen Licht. Wir erflehen deine Erlösung aus dem Abgrund. Mit Dreien sie kommen. Mit Dreien steht dein Weg offen. Mit dem Blut der Willigen. Wir rufen dich heim. Komm. Dagrat, dein ewiges Licht beschützt mich. Dein göttlicher Rat leitet mich. Öffne die Augen. Ewiges Licht beschützt mich. Ewiges Licht beschützt mich. Ewiges Licht beschützt mich. Ewiges Licht beschützt mich. Hier gibt es kein Licht. Du bist zur Dunkelheit gekommen, auf der Suche nach Antworten. Ja. Und alle Antworten, die du suchst, sind hier. Gib dich hin. Sprich die Worte. Bring sie heim. Mit Dreien, sie kommen. Mit Dreien steht dein Weg offen. Mit dem Blut der Willigen. Wir rufen dich. Heim. Isaac, die Tochter des Hasses. Die Schöpferin, Sanctuarius. Preiset. Lilith. Gebenedeite Mutter, erlöse uns.